Ja Leute, herzlich willkommen wieder im Kartechnikern Hyper-Channel. Heute zeige ich euch, wie man bei dem Touran erste Generation den Service zurücksetzt. Das geht ganz, ganz einfach. Und zwar folgendes. Schlüssel, Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an. Jetzt seht ihr Service-Leuchten, das wollt ihr ja weg haben. Ja, tanken muss ich auch, das weiß ich. Und zwar, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt zusammen durch. Ihr müsst Schlüssel rein. Ihr braucht beide Hände, ganz wichtig. Den rechten Knopf gedrückt halten, quasi für den Tageskilometerzähler, gedrückt halten. Der springt jetzt zwar auf 0, aber der kommt gleich wieder zurück. Während ihr den rechten Knopf gedrückt haltet, den Schlüssel auf Zündung und dann den linken Knopf einmal nach rechts. So, jetzt ist Service weg, ihr könnt alles loslassen. Schlüssel wieder raus, Schlüssel wieder rein, Zündung an. Euer Tageskilometer ist auch wiedergekommen und Service ist weg. Also nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Schlüssel rein. Ihr macht die Zündung vorher den rechten Knopf gedrückt halten. Zündung anmachen. Den Knopf immer noch gedrückt halten. Und wenn ihr die Zündung angemacht habt mit der linken Hand, dann geht ihr rüber und macht dann mit dem linken Knopf das Rädchen einmal nach rechts drehen. Und dann habt ihr den Service zurückgesetzt. Das war's. Ja, Service ist gelöscht. Service wurde ja auch gemacht. Das passt alles hundertprozentig. Und ja, wie gesagt, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann wieder bis zum nächsten Mal. Euer Million Dom One. Dankeschön.